Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist im Erzbistum Köln inzwischen zu einer guten Tradition geworden, die Priesterweihe immer am Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu zu feiern. Das Herz-Jesu-Fest steht im Ablauf des Kirchenjahres am Ende aller großen Christusfeste von Weihnachten bis von Leichnam. Wenn es in der Herz-Jesu-Litanei heißt, dass im Herzen Jesu die ganze Fülle der Gottheit wohnt, dann werden wir daran erinnert, dass im Herzen des Herrn während des ganzen Jahres die göttlichen Heilsereignisse Gegenwart bleiben. Schwestern und Brüder, deshalb auch sagen wir, in der Priesterweihe hört man das Herz des Herrn schlagen. Das Herz dessen, der 7 jungen Männern aus Liebe das Herz abgewonnen hat. So grüße ich mit großer Dankbarkeit unsere 7 Weihekandidaten, ihre Eltern, ihre Geschwister, ihre Verwandten, ihre Freunde, ihre Heimat- und Diakonatsgemeinden. Ein besonderer Gruß gilt auch unserem Herrn Kardinal, dem nunmehrigen emeritierten Erzbischof in besonderer Weise unsere heutigen Weihekandidaten verdanken. Gerne. Gerne begrüße ich auch den Generalprior der monastischen Gemeinschaften von Jerusalem, Bruder Jean-Christophe, ganz persönlich. Dann aber auch alle Mitbrüder im Bischofspriester- und Diakonenamt sowie alle Beterinnen und Beter, die jahrelang, oft ganz im Verborgenen, für unsere Weihekandidaten gebetet haben. Damit der Herr nun in der Mitte unserer Herzen Raum finden kann, wollen wir einen Augenblick innehalten, uns besinnen und sein Erbarmen erbitten. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach, er führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir verehren das Herz deines geliebten Sohnes und preisen die großen Taten seiner Liebe. Gib, dass wir aus dieser Quelle göttlichen Erbarmens die Fülle der Gnade und des Lebens empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk: Du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, heilig ist. Dich hat der Herr, dein Gott, auserwählt, damit du unter allen Völkern, die auf der Erde leben, das Volk wirst, das ihm persönlich gehört. Nicht, weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wäret, hat euch der Herr ins Herz geschlossen und auserwählt. Ihr seid das Kleinste unter allen Völkern. Weil der Herr euch liebt und weil er auf den Schwur achtet, den er euren Vätern geleistet hat, deshalb hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und euch aus dem Sklavenhaus freigekauft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Daran sollst du erkennen: Jahwe, dein Gott, ist der Gott. Er ist der treue Gott. Noch nach 1000 Generationen achtet er auf den Bund und erweist denen seine Huld, die ihn lieben und auf seine Gebote achten. Denen aber, die ihm Feind sind, vergilt er sofort und tilgt einen jeden aus. Er zögert nicht, wenn einer ihm Feind ist, sondern vergilt ihm sofort. Deshalb sollst du auf das Gebot achten, auf die Gesetze und Rechtsvorschriften, auf die ich dich heute verpflichte, und du sollst sie halten. Wort des lebendigen Gottes. Seine Gnade. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagen auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz an Wasser. Er leitet mich auf rechtem Pfade, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finstere Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl.
Du füllst mir reichlich den Becher, lauter Güte und Huld werde mir folgen mein Leben lang. Und im Hause des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Liebe Brüder, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Liebe Brüder, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt. Er hat uns von seinem Geist gegeben. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als den Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, O Herr.
In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn, und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ich bitte die Kandidaten für die Priesterweihe vor den Bischof zu treten. Klaus Heb, St. Peter Windeck-Herrchen. Ich bin bereit. Thorsten Hohmann, St. Suidbertus Ratingen. Ich bin bereit. Dr. Heribert Lennartz, St. Margareta Brühl. Ich bin bereit. Stefan Mergler, St. Anna Karlsfeld. Ich bin bereit. Aus der Gemeinschaft von Jerusalem, Bruder Fabien Marie Neff, St. Blasius und Marie Schnee, Metzeral, Elsass. Ich bin bereit. Lars Spohr, Christus König, Horrem. Ich bin bereit. Mario Vera Zamora, Heiliger Antonius von Padua, Guayaquil, Ecuador. Ich bin bereit. Hochwürdiger Vater, die Heilige Kirche bittet dich, diese unsere Brüder zu Priestern zu weihen. Weißt du, ob sie würdig sind? Das Volk
und die Verantwortlichen wurden befragt. Ich bezeuge, dass sie für würdig gehalten werden. Mit dem Beistand unseres Herrn und Gottes Jesus Christus, des Erlösers, erwählen wir diese, unsere Brüder, zu Priestern. Dank sei Gott dem Herrn. Sehr verehrter Herr Kardinal, liebe Mitbrüder im Bischofspriester- und Diakonenamt, verehrte Eltern, Geschwister und Verwandte unserer Weihekandidaten, Schwestern und Brüder durch Christus. Was in dieser Stunde geschieht, nennt der heilige Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther Gottes Erbarmen. Und an anderer Stelle, das ist Gottes Treue. Wenn sich unsere sieben Mitbrüder gleich in einem ergreifenden Zeichen ihrer Verfügbarkeit vor unser aller Augen, vor Gott, auf den Boden werfen, und wenn wir alle dann betend und singend und unter Anrufung all derer, die schon beim Herrn sind, Gott bitten, diese Diakone zu Priestern zu erwählen, dann werden wir es wohl alle spüren. Diese Stunde ist unser aller Stunde. Dies geht die ganze Kirche an, denn nicht aus einer Kaste werden die Priester der Kirche genommen, sondern aus der Mitte des Volkes Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, unsere Weihekandidaten haben sich die Texte der heutigen Weiheliturgie nicht eigenmächtig ausgesucht, sondern folgend der Leseordnung der Kirche für das Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu an das wohl bekannteste und wohl verehrteste Bild unseres Priesterseminars, gemalt vor vielen Jahrhunderten von einem unbekannten Meister, erinnert. Dieses Bild zeigt unseren Herrn, Sie werden es schon bemerkt haben, mit gebundenen Händen. Es zeigt unseren Herrn, der sich voller Demut seinem Vater anvertraut und der sich zugleich einem Menschen, der sich ganz klein hat malen lassen, vermutlich dem Stifter dieses Bildes zuwendet. Auf einem Schriftband, das sich um das Haupt unseres Erlösers windet, sind die Worte zu lesen: Erbarme dich meiner, o Herr, nach deiner großen Barmherzigkeit. Ich kenne kaum ein Pfarrhaus oder die Wohnung eines Kölner Priesters, in dem dieses Bild nicht zu finden ist. Und ich glaube, ungezählt sind wohl die Gebete, die unsere Priester im Laufe vieler Jahre vor diesem Bild gesprochen haben. Und ist da nicht auch manches Gebet dabei, das auch uns allen heute in der zweiten Lesung aus dem ersten Johannesbrief verkündet wurde? Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns
und seine Liebe ist in uns vollendet. Anders gesagt, wer Gott sehen will, muss den Menschen anschauen. Liebe Weihekandidaten, wenn ich das alles bedenke, dann wird mir leichter ums Herz, denn in dieser Stunde muss ich euch fragen, ob ihr bereit seid, nach dem Bild und Beispiel Christi euer Leben zu gestalten. Alle, die heute hier versammelt sind, kennen auch eure erwartete Antwort, euer Atzum, euer Hier bin ich, Herr, ich bin bereit. Aber ihr wisst auch, dass die Frage des Bischofs keine bloße Satzfrage ist, sondern eine Lebensfrage. Um das herauszufinden, muss man nicht einmal ein Christ sein. Vielleicht wäre ein Nicht-Christ mit eurer Antwort auch nicht zufrieden. Könnte es denn nicht sein, dass einen Nicht-Christen eine noch ganz andere Frage bewegt, etwa so: Ihr, die ihr euch durch den Mund des Bischofs von eurem Christus solche Fragen stellen lasst, wer ist das eigentlich, dieser Christus, dem ihr eine solche Lebensfrage gestattet? Habt ihr denn keine Angst? Liebe Gemeinde, wenn einem eine solche Frage gestellt wird, und oft empfinde ich es so, als läge diese Frage in der Luft, und sie würde besser auch von uns öfter ausgesprochen, dann ist es ja nicht nur eine Frage an unsere künftigen Priester oder an alle, die schon geweiht wurden. Es ist eine Frage an jeden Christen. Wir alle sollen ja nach dem Wort und Beispiel Jesu leben. Und wenn es richtig ist, dann müssen wir auch Farbe bekennen. Dann müssen wir erzählen, wie das alles zusammenhängt und wie das alles einmal angefangen hat, als Jesus zum ersten Mal jemanden in ein Amt einsetzte. Damals hat er nämlich nicht einfach eine allgemeine Frage gestellt. Er fragte den Petrus ganz direkt: Liebst du mich? Und wir müssten davon berichten, wie unser Herz das Anklopfen Christi zaghaft erstmals wahrnahm, als wir merkten, dass wir gerufen werden von Gott, weil er uns will. Sicher liebst du mich. Wer fragt denn sowas? Kinder fragen so. Jungverliebte und Jesus. Und der hat damals seine Jünger eben nicht allgemein gefragt, sagt mir mal, lieben mich die Menschen eigentlich, sondern er fragte Petrus direkt, liebst du mich? Und er fragte ihn nicht als Privatmann, sondern als Inbegriff des Amtes. Er fragte ihn nicht aus einer persönlichen Sympathie heraus, sondern, so wie wir sagen in unserer Sprache, er fragte ihn in aller Form, weil er ihn zum Hirten berufen wollte. Weide meine Schafe. Seit jener Stunde wissen wir es. Die Tauglichkeit des Petrus und aller, die nach ihm in ein Amt in der Kirche eingesetzt werden, besteht darin, dass sich einer von Jesus ergreifen lässt